bin viel zu spät fürs Fußballtraining. Es sind ja schon alle da. Albert macht schon seine Aufwärmübung. Die drei spielen schon mit dem Ball und keine Ahnung, was Marie da hinten macht. Einmal die Zehen berühren und wieder hoch. Mathilda, hier kommt der Ball. Max, ich passe jetzt zu dir. Und jetzt zurück zu Sven. Ich muss mich warm laufen. Einmal hier rum und noch darum. Hey Albert, sorry für die Verspätung. Ach, das ist gar kein Problem, Julian. Der Trainer ist nämlich auch noch gar nicht da. Oh Mann, da habe ich ja Glück gehabt. Aber warum kommt Marie auf einmal so panisch angerannt? Leute. Ah, wo kam denn plötzlich dieser Ball her? Oh nein, Marie, alles in Ordnung mit dir? Ja, mir geht's gut. Aber ich muss euch unbedingt noch was erzählen. Marie ist ja total aufgeregt, aber sie ist sogar gestolpert. Jo, Marie, jetzt komm mal wieder runter und spuck schon aus, was du sagst. Komm schon, Albert, das müssen wir uns von Namen angucken. Alles gut, Mathilda, und jetzt nimm deine Hand da weg. Leute, ihr glaubt es nicht. Ich hab die Nationalmannschaft gesehen, da hinten. Oh Mann, Marie, hast du dir gerade den Kopf gestoßen oder was? Wenn ich's euch doch sage, da drüben sind sie. Oh mein Gott, ich trau meinen Augen nicht. Da ist Thomas Müller, Ilkay Gündoğan und Manuel Neuer. Und glaubt ihr mir jetzt? Ich hab die Wahrheit gesagt. Jo, aber warum sind die hier? Ich gehe dem Ganzen mal auf die Spur, aber es kann nur eins bedeuten. Ich träume schon wieder. Hat Julian gerade was vom Träumen gesagt? Voll gut geht? Okay, Leute. Welchen Nationalspieler müssen wir heute retten? Nationalspieler retten? Was redet der Junge denn da? Komischer Traum. Erinnert ihr euch denn nicht an mich? Ich bin's, Julian. Manuel, ich hab dich doch aus dem Eiskristallpalast befreit. Wie bitte? Eiskristallpalast? Ich? Sag mal, Neuer, was machst du denn in einem Eiskristallpalast? Okay, Leute, jetzt kommt mal wieder runter. Lasst uns einfach mit ihm sprechen. Hier scheint es eine Verwechslung zu geben. Also, du bist Julian und ich bin Ilkay Gündoğan. Also, ihr seid wirklich, wirklich hier? Oh Mann, wie peinlich! Jo, Julian, hör mal auf jetzt mit deinem Traumgefasel. Ich stell jetzt die Fragen. Jo, also, was macht ihr hier? Ah, endlich mal die richtigen und wichtigen Fragen. Genau, euer Trainer hat sich nämlich leider eine Grippe eingefangen. Aber zum Glück kennt er uns. Und wir springen ein und machen heute das Training mit euch und wir haben uns was richtig Tolles überlegt. Fußballtraining! Mit der Nationalmannschaft? Ich glaube, das ist doch ein Traum. Na dann jetzt mal raus mit der Sprache. Was ist dieses super Spezialtraining? Das wirst du gleich sehen. Ich bereite erstmal das Spielfeld vor. Das sieht ja aus wie ein riesiges Spielbrett. Also im Prinzip ist es das auch. Und für dieses Spiel brauchen wir einen Fußball und einen Würfel. Seit wann braucht man beim Fußball denn einen Würfel? Also so wie ich das sehe, ist ein Würfel eigentlich auch einfach nur ein eckiger Fußball. Genug mit den Scherzen, Manuel. Ich würde sagen, die Regeln erklären wir euch gleich, aber erstmal müssen wir uns in Teams aufteilen. Oh, ich wäre super gerne Team-Captain, so wie du, Ilkay. Jo, dann trete ich deinem Team bei. Man bekommt ja nicht jeden Tag die Chance, gegen die Nationalmannschaft zu spielen. Alles klar, das erste Team besteht bisher dann aus Julian und Mathilda. Und ich nehme Manuel in mein Team. Okay, Mathilda, dann überlegen wir mal, wen wir noch bei uns im Team brauchen. Jo, ist mir eigentlich egal, solange ich Vizekapitänin bin. Die Teams haben sich gebildet. In Team Weiß haben wir Team-Captain Ilkay Gündoğan. Im Tor steht Vizekapitän Manuel Neuer. Und beim Würfel sind Thomas Müller und meine Schwester Marie. In Team Schwarz haben wir Kapitän Julian, Vizekapitänin Mathilda und am Würfel Sven und Max. Und ich bin euer Schiedsrichter und Kommentator. Mögen die Spiele beginnen! Das Spielprinzip haben wir eben schon besprochen, aber am besten gehen wir für die erste Runde die Regeln nochmal durch, während wir spielen.
Um in den Ballbesitz zu kommen, müssen die Teams würfeln. Die höhere Würfelzahl gewinnt. Beim Auftakt startet das Team mit dem jüngeren Spieler auf dem Feld. In diesem Fall bist das du, Julian. Also Team Schwarz. Cool, dann fange ich mit Würfeln an. Und hopp, oh, nur eine 2. Leichtes Spiel für mich, Thomas Müller. Oh, es ist eine 1. Halt, stopp, Moment mal. Eine 1? Die Regeln sagen, das ist ein Foul. Du hast recht, Albert. Das bedeutet, ich muss einen Schritt zurück Richtung Tor gehen. Und damit bin ich im Ballbesitz und gehe nach links auf das Sprintfeld. Hier wird wieder gewürfelt. Und wenn ihr die höhere Zahl habt, dann darf Julian sogar noch einen Schritt weiter gehen. Okay, Sven, lass mich mal würfeln. Und hopp, eine 4. Aus dem Weg, Thomas Müller. Ich würfel jetzt auch. Oh, Mist. Nur eine 2. Gut gemacht, Leute. Dann ziehe ich jetzt weiter auf das nächste Duellfeld. Dann bin ich jetzt wieder am Zug. Und ich ziehe zu dir auf das Duellfeld, damit ich dir den Ball wieder wegnehmen kann. Das Team mit Ballbesitz beginnt. Also los, Team Schwarz. Dann würfel ich jetzt nochmal. Und es ist... Wow, eine 6. Sven, weißt du, was das heißt? Sobald eine 6 gewürfelt wird, geht es darum, ob Julian ins Tor schießen darf. Oh Junge, wie aufregend. Dann würfel ich mal und es ist eine 3. Oh oh. Okay Marie, dann lass Thomas Müller wieder würfeln. Jetzt kommt nur eine 2. Oh Junge, ich darf direkt ein Tor schießen. Aber gegen Manuel Neuer, ob das klappt? Yay, Tor! Team Schwarz erzielt das erste Tor des Spiels. Tor! Gut gemacht, Julian. High five. Okay, Leute, dann stellen wir uns mal neu auf. In Runde 2 treffen auf dem Spielfeld aufeinander Manuel Neuer gegen Mathilda. Im Tor von Team Weiß ist Thomas Müller. Und im Tor von Team Schwarz Sven. Das jüngere Team beginnt und das ist wieder mal Team Schwarz. Dann würfel ich jetzt mal zuerst. Eine 3. Ich hoffe, ich würfel diesmal etwas Höheres. Und eine 4. Juhu. Dann sind wir jetzt im Ballbesitz und ich ziehe an dir vorbei aufs erste Sprintfeld. Dann müssen wir jetzt höher würfeln, damit Manuel weiterziehen kann. Eine 5. Sieht gut aus. Nicht so schnell, Ilka. Jetzt bin ich dran. Oh Mist, nur eine 2. Super, dann ziehe ich direkt weiter. Auf das nächste Duellfeld. Ich habe ja nicht so viele Optionen, aber ich kann ja auch sprinten. Jetzt bin ich wieder dran mit Würfeln. Volle Power! Eine 4. So, Julian, ich zeig mal, wie das richtig geht. Und hepp, eine 5. Jo, gut gemacht, Max. Dann kann ich jetzt weiterziehen. Manuel Neuer, ich fordere dich zu einem Duell heraus. Jetzt geht's um den Ballbesitz. Ich würfel. Oh, eine 2. Das schlage ich doch locker. Oh nein, so ein Pech. Eine 1. Oh nein, Julian, das ist ein Foul. Jetzt muss ich zurück auf das vorherige Feld. Und damit kann ich weiterziehen. Auf das 16er Feld. Und ich habe eine Chance für einen Torschuss. Im Ernst? Ich soll gegen Manuel Neuer antreten? Im Tor? Und jetzt sorgen wir dafür, dass er auch ein Tor schießen darf. Und zwar mit diesem Würfel. Boah, eine 6! Wir können es nur verhindern, indem wir auch eine 6 würfeln. Aber es ist nur eine 3. Dann mach dich auf was gefasst, Sven. Jetzt komme ich und schieße ein Tor. Tor! Und damit steht es jetzt 1:1. Das letzte Match wird entscheiden, wer heute gewinnt. Auf dem Spielfeld befinden sich Marie und Sven. Im Tor von Team Weiß ist Ilkay Gündoğan. Im Tor von Team Schwarz Max. Und an den Würfeln von Team Weiß sind Thomas Müller, Manuel Neuer und von Team Schwarz Julian und Mathilda. Der jüngere Spieler ist Marie. Und damit fängt Team Weiß dieses Mal an. Alles klar, Marie. Wir schnappen uns jetzt den Ball. Ich würfel einfach eine 6. Direkt eine 6? Das heißt,
wir gehen auch direkt zum Tor? Das ist ja der Wahnsinn. Dann würfel ich jetzt direkt auf eine Torchance. Und ich habe eine 4. Julian, Mathilda, tut doch etwas. Alles klar, Sven. Ich gebe schon mein Bestes beim Würfeln. Und es ist... Oh nein, eine 3. Dann ist ja alles klar. Los, Marie. Hau den Ball ins Tor. Das läuft ja echt wie geschmiert. Ich krieg ihn. Nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben ein Tor gemacht. Und nicht nur ein Tor, Marie. Das Tor. Wir haben gewonnen. Da hast du absolut recht, Thomas Müller. Team Weiß gewinnt das Spiel. Wir haben zwar verloren, aber es war trotzdem unglaublich cool, dass ihr heute unsere Co-Trainer wart. Und es schreit nach Revanche. Ja, Leute, wir hatten auch echt eine Menge Spaß, heute hier zu sein. Und das mit der Revanche lässt sich bestimmt nochmal einrichten. Und wenn ihr weiter fleißig trainiert, wer weiß, vielleicht werdet ihr auch irgendwann Nationalspieler, so wie wir. Oh yeah, könnt ihr euch das vorstellen? Julian Vogel, Nationalspieler. Und wenn ihr zu Hause auch Spaß hattet an dieser EM-Story, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Hey Leute, ich bin's, Julian Vogel. Und wenn ihr noch mehr von uns, also Familie Vogel, hören wollt, dann schaut doch auch mal bei Spotify oder bei iTunes oder auch Amazon Music vorbei. Denn da findet ihr unsere tollen Hörspiele. Und glaubt mir, die sind echt richtig cool. Und ja, hört sie euch an. Viel Spaß.